Der nun folgende Podcast auf Hallo Meinung ist ein Gastbeitrag von Sandra. Wir bitten Sie, unsere Arbeit zu unterstützen. Näheres entnehmen Sie bitte dem Begleittext. Vielen Dank. Um mich wimmelte es schwarz. Burkinis, wohin das Auge sah. Es fehlte nur noch das Baklava. Hallo liebes Team von Hallo Meinung. Ich war heute zum Frauenschwimmen in Hamburg-Wilhelmsburg. Ein Stadtteil mit hohem Migrationsanteil. Was ich dort gesehen und erlebt habe, ist nicht mehr Deutschland. Ich hatte zufällig einen normalen schwarzen Badeanzug an. Um mich herum waren nur vollständig bekleidete Frauen und Kinder im Wasser. Wie gesagt, wer das nicht selbst erlebt hat, glaubt es nicht. Ich als Deutsche wurde des Wassers verwiesen, da ich nicht im Kreis geschwommen bin, wie seit der Corona-Zeit genau in diesem Schwimmbad Vorschrift ist. Da ich früher Leistungsschwimmen betrieben habe, bin ich es gewohnt, nach der Bahn zu wenden. Rollwende ist nun verboten. Ich ging also hinüber in das kleinere Becken mit wärmerem Wasser. Um mich wimmelte es schwarz. Burkinis, wohin das Auge sah. Lange Hosen, darüber langärmelige Oberteile, dann eine schwarze, eng anliegende Kapuze. Manche trugen eine Art Rock mit Radlerhosen. Und das alles im Wasser. Nur, es wurde nicht geschwommen. Alle hockten am Rand und plauderten. Fehlte nur noch das Baklava. Es wurde ausschließlich in ausländischer Sprache wie auf einem Basar geredet. Der Lärmpegel war unbeschreiblich. In diesem Becken war ich die einzige deutsche Frau mit sichtbar heller Haut und einem normalen Badeanzug. Es bildeten sich Kreise im Wasser. Es wurde getanzt. Mit den typischen Armbewegungen und dazu laut gesungen und geklatscht. Eine Frau sagte mir, sie habe nie schwimmen gelernt. Weitere Deutsche waren die Bademeister. Unfassbar. Später sagten sie mir, die Frauen gehen nicht an den Tagen, wo auch Männer da sind. Das ist doch eine komplette Parallelwelt. Die Deutschen, die bei der Arbeit sind und all das mitfinanzieren, haben keine Ahnung, was vor sich geht. Wir danken Ihnen fürs Zuhören, fürs Teilen unserer Beiträge und für Ihre Unterstützung.